Der Schraubenverdichter VSK 3162 von Bitzer wird zur Klimatisierung der Waggons des deutschen Hochgeschwindigkeitszugs ICE eingesetzt. Durch seine kompakte Bauweise kann dieser problemlos im Boden des Waggons verbaut werden. Der Aufbau des Kompressors gestaltet sich wie folgt. Das Gehäuse besteht aus zwei Seiten, einer Nieder- und einer Hochdruckseite. Die Seiten sind gegeneinander abgedichtet, sodass kein Druckausgleich stattfinden kann. An dem Gehäuse sind die Anschlussventile, ein Anschlusskasten, der zur Steuerung des Kompressors dient, und ein elektrisch gesteuertes Magnetventil verbaut. Innerhalb des Gehäuses befindet sich auf der Niederdruckseite ein saugasgekühlter, zweipoliger Asynchronmotor. Getrennt werden Niederdruck- und Hochdruckseite durch ein Innengehäuse, in welchem die angetriebenen Haupt- und Nebenläufer, die Rotorlager sowie Öldüsen für die Schmierung verbaut sind. An dieses Innengehäuse sind auf der Hochdruckseite ein Ölabscheider sowie ein Ölfilter angeflanscht. Auf der Niederdruckseite strömt das Kältemittel, hier blau dargestellt, durch den zweipoligen Asynchronmotor zu dem Haupt- und Nebenläufer, wodurch der Elektromotor durch das Kältemittel gekühlt wird. Durch eine Düse wird dem Kältemittel ein Ölnebel beigesetzt, sodass während des Verdichtungsprozesses die Rotoren sowie die Lager geschmiert werden. Nach dem Verdichtungsprozess strömen das verdichtete Kältemittel, hier rot dargestellt, und der Ölnebel in den Ölabscheider, wo sie voneinander separiert werden und das Öl in den Ölsumpf am Boden des Gehäuses zurücktropft. Das Kältemittel strömt in die Druckseite des Gehäuses und anschließend über das Hochdruckventil aus dem Kompressor heraus. Das Schmieröl wird über einen Ölfilter gereinigt, ehe es über Ölleitungen zur Düse geführt wird. Das elektrisch gesteuerte Magnetventil ist an der Hochdruckseite des Gehäuses verbaut und wird zur Leistungsregelung und Anlaufentlastung eingesetzt. Befindet sich das Magnetventil unter Spannung, wird über Öldruck ein Steuerkolben bündig am Stirnflansch im Innengehäuse zu den Rotoren angelegt. Ist das Magnetventil im Teillastbetrieb stromlos, begibt sich der Steuerkolben in eine rückwärtige Position und eine größere Öffnung zur Saugseite wird frei. Auf diese Weise verringert sich die aktive Länge des Rotorprofils und damit auch die Förderleistung.